In diesem Video gibt es Frühstück, stehen wir im Stau, sind wir in leeren Hallen, haben einen traumhaften Sonnenuntergang und gibt es lecker Essen. Wir sind Heike, Patrick und der kleine Hund und wir nehmen euch mit zu den schönsten Plätzen in Europa. Kommt mit! Wie war der Satz so schön? Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Derzeit schneide ich gerade noch das letzte Video fertig von der Route Grande Alpe und dann geht es heute auch schon wieder los für uns. Wir werden nach Kroatien fahren. Wir nehmen euch natürlich mit. Seid gespannt. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir das Wohnmobil geladen haben, damit ihr mal seht, was wir so in der Garage und so weiter haben. Wir sind jetzt nämlich fertig. Und so sieht das bei uns in der Garage dann aus. Machen wir mal Licht. Ja, bringt leider nicht viel. Aber ist egal. Also hier vorne haben wir die Kühlbox stehen, die wir ja schon vom Caddy haben. Hier rechts stehen bei uns Tisch und Stühle. Ein bisschen was an Getränken haben wir dabei, hinten das Werkzeug. Wir fahren ans Meer, also haben wir Flossen und Bretter dabei. Vielleicht geht der Wind, wir haben mal noch Drachen dabei. Und hier haben wir noch ein ganz kleines bisschen was an Vorräten, aber wirklich nur so der Rest. Der Rest ist bei uns alles im Auto gut verstaut. Wir haben da nicht so viel dabei. Das hier sind die letzten Sachen, die noch mit müssen. Und dann machen wir mal einen kurzen Blick in die Schränke. Da ist überall noch viel Platz. Ich habe extra Geschirrtücher reingesteckt, damit es da nicht so drin rappelt. Die Betten sind gemacht, die Kleider sind verstaut. Gleich geht's los. Wir haben die ersten 250 Kilometer geschafft, stehen hier auf dem ersten Rastplatz und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Können wir mal noch ganz kurz über die Anfahrt gestern sprechen? Die war wirklich eine Katastrophe. Wir sind erstmal ein bisschen spät weggekommen, es war schon 9 Uhr und dann hatten wir 500 Kilometer, normal fahren wir dafür in etwa 7 Stunden. Hatten aber über eine Stunde Stau in München, wir sind oberhalb von München langs gefahren. Und dann wollte ich noch am Chiemsee auf den Camping Seehäusel und der liegt so in etwa Mitte Chiemsee. Und dann hat uns das Navi sehr früh von der Autobahn geholt und hat uns über die Landstraße, über den Chiemsee rechts runtergenommen. Das war natürlich eine mittelschwere Katastrophe. Das hat noch mal ewig gedauert, anstatt über die Autobahn zu fahren. Und dann kommen wir an diese Campingplätze, war 17 Uhr und alles war belegt. Also der Seehäusel war belegt und unten drunter der Strandcamping war belegt. Ich hatte noch einen, der oben drüber ist, angerufen, der war auch belegt. Also wirklich 17 Uhr auf den Samstag ist da natürlich viel zu spät, da bekommt man keinen Platz mehr. Wir stehen jetzt hier auf dem Camping Litzelhof, ich blende euch unten ein. Da ging die Dame ans Telefon und sagte, wir haben vorm Campingplatz Stellplätze, da ist derzeit auch noch was frei. Ich hatte schon das erste Mal angerufen, so eine Stunde in etwa vorher. Da meinte sie, rufen Sie kurzfristig noch mal an, wenn Sie so eine Viertelstunde noch haben. Dann sage ich Ihnen, ob sich's rentiert. Und da waren tatsächlich noch Plätze frei und da haben wir jetzt einen davon bekommen. Haben hier super geschlafen. Ein wunderschöner Weg im Wald, direkt für mit dem Hund zu gehen. Das Restaurant war perfekt. Also alles einwandfrei. Am nächsten Tag haben wir aber freie Fahrt. Und so kommen wir richtig gut durch. Heute treffen wir uns spontan mit Freunden auf der Insel Krieg auf dem Camping Boa. Nach dem Frühstück geht es dann nochmal für uns zu einem spektakulären Lost Place, dem Hotel Haludovo. Da waren wir letztes Jahr schon einmal und wollten das Claudia und Jörn unbedingt zeigen. Das 5-Sterne-Palace-Hotel wurde nach knapp 4 Jahren Bauzeit 1971 eröffnet.
Zur Unterhaltung der Gäste gab es Tennisplätze, eine Bowlingbahn, Minigolf, Wassersportanlagen und Geschäfte. Ein Jahr später schloss Bob Guccione einen 21-jährigen Pachtvertrag mit dem Inhaber. Der Gründer und Inhaber des Männermagazines Penthouse verändert das Image von Halodovo grundsätzlich und macht es zu einem exklusiven Luxusressort und dem bevorzugten Reiseziel der Schönen und Reichen. Sein Plan war es, ganze Flugzeuge voll mit Glücksspielern aus der westlichen Welt nach Malinska zu ziehen. Knapp ein Jahr nach seiner Eröffnung ging das Penthouse Adriani Club Casino pleite und musste schließen. 1991 fällt der Hotelkomplex dem Jugoslawien-Konflikt zum Opfer. Er wird nun statt Hotel als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurde der Hotelkomplex grob aufgeräumt und notdürftig neu möbliert, um neue Gäste beherbergen zu können. Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass das Hotel seine letzten Gäste an Neujahr 2002 empfangen hat. Danach musste es gezwungenermaßen seine Tore für immer schließen. Dieses Mal sind wir besser ausgerüstet und der kleine Hund hat Schuhe an. Man könnte allerdings auch den Aufzug nehmen. Ist der in Reparatur vielleicht? Wartung oder so? Verrückt. Sogar im Spiegel kann man was sehen. Ja. Ja, das Betzen eigentlich eher. Ja. Ich finde, es knirscht auch ein bisschen auf dem Boden. Okay. Prima. Ist klar, ich ahne, dass da noch was übrig ist. Ja, was für Klebstoff wollte ich jetzt haben? Im Anschluss besuchen wir noch kurz den kleinen Ort Malinska und genehmigen uns ein leckeres Kaltgetränk. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. Weiter geht es an der wirklich wunderschönen Adria Magistrale entlang zu unserem heutigen Übernachtungsplatz. I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down? Wir fahren auf den Campingplatz Kozika. Da waren wir auch letztes Jahr schon und stehen auch heute traumhaft mit Sicht auf das Meer. Yeah, it makes me wonder. Kleines Sonnenuntergangsshooting und danach machen Claudia und Jörn einen richtig feinen Spießbraten für uns. Wir werden hier wirklich verwöhnt. Und im nächsten Video zeigen wir euch dann ein weiteres Highlight unserer Reise. Seid gespannt! If I wrote you a song. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper.